Moin moin meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Es ist fuselig dunkel hier gerade und ich weiß nicht, wo ich da bin. Ja, Patrick möchte nach oben laufen und ich möchte gerne Ich Herzen laufe nicht nach aufsammeln. oben. Herzilein. Warum sind hier Herzen in dem Tümpel drin? Ne? Man weiß nicht. Vielleicht wollten die Herzen ansehen, aber es hat nicht so geklappt und deswegen. Das ist die Wildecker Herzbuben. Die wohnen hier. So, wir sind mitten der Pampa. Mitten in der Pampa. Das heißt, im Prinzip kann ich jetzt gleich direkt wieder runterlaufen. Der Kalle ist ultra müde. Er muss ultra viel schlafen. Ich bin übrigens auch ultra müde. Nur mal so nebenbei. Ich bin heute Morgen, konnte ich mich fast nicht aus dem Bett schälen. Ey. Ich hatte so ein Problem. Wo sind wir? Ich höre dir noch immer schreien. Ich hasse das. Wo sind wir? Beim Sinkloch. Also in der Nähe davon. Ey, können die den Soundbug hier nicht mal fixen für den Klienten? Das nervt doch. Da wird er aggressiv. Du kannst auch kurz eben einmal neu starten und dann machen wir weiter. Du hast ja in der Höhle ist weg jetzt? Wollte ich gerade sagen und dann schrie er nochmal. Ja, du kannst, wie gesagt, so unten in der Höhle hast du gespeichert, ne? Ey, jetzt reicht's. Moment, ich hab die... Boah, jetzt wird er, jetzt Idioten. Rastet er aus. Jetzt holt er sich einen Panzer und überfährt alle. Jetzt hätte ich was so ganz Böses gesagt. Mistkerl. Wo ist dein Kumpel? Komm her. Am Stein, oder? Nee, das ist ein Totem. Na? Ey, wo sind die anderen starken Männer hin? Nicht ihr. Ey, ich bin die ganze Zeit... am... zurückhalten. Ich will immer ganz böse Wörter sagen, aber dann doch nicht. Die laufen weg von dir, die haben Angst, Patrick, weil du so böse Wörter sagst. Berserker. Boah, Berserker ist auch so ein böses Wort. Heieiei. Boah. Nee, ich nix. Nicht zu schlagen. Ich hab nur eine Kletteraxt in der Hand gehabt. Ich bin unbewaffnet. Die könnte ich dir theoretisch in den Schädel rammen, aber das geht nicht, weil dieses Spiel so intelligent ist. Ja, klar. Du kippst natürlich mal wieder nicht um, weil du gar keinen Bock hast. Und meine Ausdauer ist natürlich da, wo sie hingehört, im Keller. So. Ich hab mal ruhig gemacht hier, ne? Ja. Ich hab mir gedacht, jetzt? Das kommt dir bestimmt entgegen. Was? Wie und jetzt? Sinkhole, oder? Wollten wir nicht weitermachen? Können wir nicht einfach wieder in die Höhle reingehen? Oder willst du das Sinkhole komplett runterklettern jetzt? Moment, ich muss da doch ganz kurz wen weghauen. Weil du weißt doch, so gut wie das im Moment klappt, geht das bestimmt nicht in die Hose mit dem Runterklettern. So. Ma, du bist doch ein Wurstfachverkäufer, ey. Dankeschön. Rennt genau auf das blöde Bambi zu, wenn ich gerade den Pfeil abgeschossen habe, sodass es gerade eben nicht mehr trifft. Boah, ey. Mach doch mal nicht aggressiv. Ja, ich möchte noch mal rein ins Loch, da, genau. Chicore war hier, das war gut gegen Ausdauermangel-Dingsbums, ne? Genau. So, schauen, ob es klappt. Oh. Einfach fallen lassen, Patrick. Einfach, du musst einfach mal lernen, loszulassen. Jetzt komm, runter mit dir. Ich heb dich auch auf. Hat geklappt. Versprochen. Wenn es denn klappt, wir hatten das ja auch schon mal, dass das nicht mehr klappt beim Aufheben. Da hatte ich dann die Arschkarte, da hatte ich keine Lust mehr, habe ich neu gestartet. So, ich rutsch mal runter, mal gucken, ob das gut ist. So, wieder nein in die Bude von den Wiedecker Herzbomben. So, der hatte schon das Feuer angemacht, das Morki. Speichern wir hier nochmal. Was auch immer der 1-0 da will, ich ignoriere das gerade mal. Ist das tief? Ja, das ist ein bisschen tief zum Fallen. Ja, ich würde sagen, Axt und dann Kletterin, ne? YOLO. Nee, Patrick, mach keinen Scheiß jetzt hier. Nein, Patrick, nicht loslassen sollst du, aber doch nicht springen. Oh. Ja, ich hätte was trinken sollen, oben so ein Mist.
Wie tief ist denn das noch hier? Klack, 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 klack. Uselight. Ich Uselight. Oh, ich bin. Hast du gerade die Kiste bemerkt, die hier unten liegt? Die leere? Ja, ich habe eine Leere in mir. Ja, ich habe auch eine Leere in mir. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Oh. Ist denn wieder Schokoriegel bei mir? Oh, ja, Schokoriegel. Mm, nom, 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 ja, nom, nom. Das stimmt. Du nimmst die jetzt auf. Ja. Juppa! Und natürlich voll rein in die Suppe wieder. Ah, selbstverständlich. Eine Suppe aus Schokoriegeln. Da, hier. Hm? Was? Hinter dir, da. Ah, da. Ja, die sind so klein und schokoriegelig. Die übersehe ich immer. Kleine Schokoriegel? Ja. Ah, ich mag Schokri. Ach, das war ein Erdkanister da unten jetzt, cool. Jetzt weiß ich auch, was mit der mit Erdkanister meint. Ich überlege die ganze Zeit, was denn für ein blöder Kanister hier? Sauerstofftanks? Ja, richtig, genau. Aha, oder Pressluftflasche könnte man es auch nennen, aber Erdkanister. Ich denke die ganze Zeit Erdkanister mit dem R am Anfang. Ich so, hä? What? Ja, ich total verwirrt war ich da jetzt gerade. Ja, genau, Arr-Kanister. Ein voll piratischer Kanister ist das. Hier runter oder? Ja, müssen wir ja, ne? Boah, sagst du YOLO? Bisschen die Haxen gebrochen, aber sonst. Oh, au, au, ein bisschen? Ich glaube, ja, ich bin fester gelandet als du, wa? Du bist doch gesprungen. Ja, ich wollte eigentlich mich noch kurzzeitig festgehalten haben, hat aber nicht ganz so funktioniert. Zum Glück habe ich noch ein bisschen Mad Plus. Und ich soll was trinken. Voll auf die Nauze gefallen. Hier geht's hoch, genau, das war das Teil, was ich meinte. Das ist bestimmt schön da oben. Gleich mal auf die Karte gucken, wo wir jetzt hier sind. Ich glaube, wir sind auf dem Ponyhof gerade. Ich glaube das ganz ehrlich. Wir sind ja auf dem Ponyhof und die Eingeborenen. Kannst du die Ponys schon riechen? Mhm. Hörst du die Ponys riechen? Ne, hörst du die Ponys riechen? Oh Gott, Alter! Hörst du die Ponys riechen? Die stinken doch so laut. Ja, genau. Hörst du das, wie die stinken? So. Och Mann, ich höre, wie die Ponys stinken. Die riechen so laut. Kacke. Wer liegt denn hier? Also muss der oh, hier ist ein Bild. Patrick, guck mal hier. Eine Bibel, ein Bild und ein Kopf und Geld. Und Kugeln. Das Bild ist morgen. Auch schön. Morgen, Hans. Alles fit? Am Gerät? Ruck. Das ist ein Bild. Nix verkehrte Stelle. Ja, wir sind am Seilchen da. Dran. So. Oh oh. I think there's a Kavumwum. Oder nicht? I think that auch. Must I schmeiß it weg, wenn's brenning is? Schmeiß es weg, wenn's brenning is. Der Bubs. Hat nichts gebracht. Doch. Ah, doch. And then it's open. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz eben hier die Karte befragen. Hier waren wir auf jeden Fall schon. Oh, was? Wo? Alohol macht Birnehol. Birnehol mehr Platz für Alohol. Deutsche, ja. Ganz kurz auf. Ich hänge gerade. Oha. Ah. Ja. Jetzt ist kaputt. Toll, Patrick. Ach du Heiliger. So, liebe Kinder, deswegen spielt nicht mit Dynamit rum, auch wenn es noch so schön Puff macht. Oh, ja. Hier war nochmal Munition oder war das Geld? Ich weiß es nicht genau. Oh, hier geht's weiter. Ja, oh. Welch Wunder. Patrick. Hier ist ein Seil und hier geht's weiter. Ja, und hier oben ist irgendwie auch, guck mal hier oben. Hier geht's doch auch weiter. Das ich sag's doch. Was blinkt denn da drüben? Geh mal hin. War hier nicht so ein Baby-Ding? Eine Laterne. Ich glaube tatsächlich, ich glaube nicht zu erinnern, was das hier war. Ja, hier war mal richtig voll. Ist ein Speicherpunkt. Patrick, hier ist Ekelschmittel. Was? Was?
Patricks Part eigentlich? Was ist Patricks Part? Keine Ahnung. Wo ist hier was? Da ist Ekelschmittel. Hä? Hier. Hier. So eine Menstruationsspur. Ja, wie heißt denn Outlast schön? Follow the Blood. Geht's da jetzt noch weiter da hinten irgendwo? Ich hab jetzt nicht auf der Karte. Da hinten ist der Speicherpunkt. Ja, lass uns doch mal kurz einmal hingehen. Wenn da schon einer ist, dann muss man den ja auch mal nutzen, nicht? Mhm. Es tut mir leid, wenn ich zwischendurch die ganze Zeit immer so ein bisschen am Rumschnorcheln bin und meine Nase rümpfe oder zwischendurch mal dran kratze. Das liegt halt daran, dass ich weiß nicht, was los ist. Es juckt einfach. Es juckt wie Hulle. Ich bin wahrscheinlich allergisch gegen Ela oder so. Oder inzwischen gegen Forest. Oder gegen... Ja, das auf jeden Fall. Das ist, steht... Ist über alle Zweifel erhaben. Achso, das mit dem Sprengen. Ja, das ist normalerweise Patricks Part. Ich wollte aber auch mal. Die ganzen Dynamitstangen in meiner Tasche sind schon so ein bisschen angeschimmelt. Deswegen wollte ich die mal wegschmeißen. Mal gucken, ob die überhaupt noch klappen. Geh hier jetzt hoch. Ist die Frage, ob es hier rausgeht. Die Karte sagt... wir sollten hier auf jeden Fall mal hochgehen, weil da hinten ist noch ein Bereich der Karte, den haben wir noch nicht erforscht. Oder es wird einfach wieder Ultrakacke angezeigt, wie für Forest üblich. Scotchy forscht halt ein bisschen gerade, sagt Ela. Hm? Ich bin Höhlenforscher, Ela. Das ne? Hab ich gerade gedacht, ich wollte sagen, Scotchy der Höhlenforscher. Hm? Da gehe ich mit meinem kleinen Grottenollen. Nee, erstmal auf Erkundungstour. So habe ich meine Axt getauft. Das ist Axt, ja, die der Grottenollen. Ja, aber ich bin Flachlander-Ösi. Mhm. Wieso willst du da lang? Weil ich will. Sag doch, dass es hier nicht weitergeht. Anstatt mich hier blöde auch noch hinrennen zu lassen. Oh, wobei, hier geht's weiter, Patrick. Hier müssen wir tauchen. Hier geht's weiter. Tauchen. Nein, springen. Tauchen. Oder? Doch, da oben kommt man da durch, oder? Nee. Oh doch, ich glaube, das Spiel hatten wir schon mal, da haben wir uns irgendwie hier hochgebackt. Ja, das war was anderes, wo das größer war. Sicher? Also da oben geht's weiter. War nicht das. Kannst du eigentlich auf meine Schultern springen? Ja, wollte ich gerade fragen, kann ich auf deine Schultern? Kann man Räuberleiter machen? Nö. Mhm. Ah, schade. Na, dann müssen wir wohl tauchen gehen, ne? Ja. Wo ist mein Taucherdings? Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Ah. Hä? So, jetzt geht's. Sackgasse. Toll. Mein Airkanister ist übrigens gleich leer. Ich sollte vielleicht erstmal tanken. Wie gesagt, hier ist leer. Slayer? Slayer! Habe ich das jetzt? Habe ich? Warte mal. Wenn du auf die Erkenniste klickst. Ja, ist voll. Sehr gut. Wieso kann diese Taschenlampe eigentlich nicht. Oha! Ich hab's. Nein! Warum das Licht geht aus. Sind? Das Licht geht aus. Ich gehe nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Es geht hier übrigens, laut Karte geht es dort weiter, Patrick. Ja, wo weiter? Da oben? Vielleicht! Also wie gesagt, die Karte ist hier noch nicht... Wenn du mal ganz kurz eben den Stream anschaltest und auf live gehst, wirst du das jetzt gleich sehen. Da geht's weiter, laut Karte. Das Tauchdingen ist tatsächlich eine Sackgasse, aber hier oben geht es weiter. Okay, das ist nicht irgendwie eine Verbindung zu einer anderen... Oh! Da waren wir aber auch noch nicht. Ich bin oben. Ja, gut. Und jetzt verrat's mir mal kurz, wie du das gemacht hast. Keine Ahnung. Perfekt. Nein, einfach nur Leertaste spammen, oder was? Bin oben. Ja, das ist schön, ich sehe das. Ich möchte auch gerne hochkommen, Patrick. Ich möchte die Karte doch weiter aufdecken. Ich bin doch ein Kartograf. Ich habe keine Ahnung, wie ich draufgekommen bin. Ich sprung mit der Karte in der Hand und auf einmal war ich oben. Ah, mit der Karte in der Hand? Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert. Siehst du, was ich meine mit der Karte? Ja, ich habe es gerade gesehen. Da geht's weiter halt. Ich komme da nicht hoch. Verdammte Axt. Klientenpower. Aber... Okay, da wäre dann wieder was zum Tauchen. Ja. Ich wette, du wartest nicht, sondern tauchst schon. Nee, ich bin gerade wieder umgedreht. Okay, weil ich hab... Wo bist du denn? An welcher Seite? Mittig? Links? Rechts? Ja, eher mittig. Ja, mittig. Und dann drauf zugesprintet oder einfach nur irgendwie... Ja, ich habe die Karte in der Hand gehalten, habe runtergesehen, gesprintet und gesprungen. Und zweimal hatte ich Grip und ja.
So, wo wir gerade so grippig sind, würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz eben einen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alle Jute und tschüss.